wieder am Balliber See und ihr wollt wissen, wie es war, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Wir sind hier wieder rangerollt. Jetzt übers Pfingstenwochenende. Pfingstwochenende sitzen wir hier. Schön mit unseren Freunden Mario und Viola, die ihr auch schon aus anderen Videos kennt. Vom Balliber See als auch von, wo waren wir denn noch? Ich verlinke es euch hier oben auf jeden Fall. Da könnt ihr mal reinschauen. Und wir haben jetzt schon unsere Paddleboards aufgepumpt und gehen jetzt nochmal zum Strand. Wir haben es jetzt schon recht spät, weil wir hatten noch ein bisschen Stau. Es ist jetzt 8:30 und wir gehen jetzt mal zum Wasser. Also für die, die uns verfolgen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich erzählt habe, dass ja unsere Freunde Mario und Viola ihr Wohnmobil verkauft hatten und auf einen Wohnwagen umgestiegen sind. Doch dieses Thema hat sich nun auch wieder geändert und aus dem kleinen Wohnwagen ist jetzt wieder ein großes Wohnmobil geworden. Naja, gewachsen. Sag mal hallo Mutti. Hallo Mutti. Na Mutti, ich bin im Fernsehen, kennst du es nicht? Guten Morgen zu Pfingst, Samstag quasi. Wir sind jetzt schön aufgestanden, haben schon lange geschlafen. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Ich muss mich noch richten. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, es ist jetzt 9:30 Uhr. Wir machen jetzt Frühstück und ja, chillen in den Tag auf jeden Fall. Heute ist ja noch Kinderfest. Wir gehen auch noch einkaufen und ja, ich nehme euch mit, wo es geht. So, wir haben jetzt hier ein schönes Frühstück vorbereitet. Obst, Gemüse, Eier, Wurst, Käse, Marmelade, von allem was dabei und genießen das jetzt. Ne, Mario? Genau, Obst auch, sehr gesund. Wir leben sehr gesund. Guten Appetit. Guten Hunger. Da haben wir doch alles da. Wir gehen jetzt hier hinten zum Kinderfest und schauen mal, was man da so machen kann. Da kann ich natürlich nicht filmen wegen der Kinder. Der Container hier, der ist neu. Das ist ein Bademeister-Container. Genau wie die Toiletten hier neu sind. Wenn ihr das letzte Video sehen wollt, verlinke ich euch hier oben. Ach nee, habe ich euch ja gestern schon verlinkt. Genau, finde ich jetzt nicht so schön den Container. Aber man kann nur hoffen, dass es nur eine Übergangslösung ist. Ja, mein schöner Balliber See. Tut da, wo die Ursprungshütte stand, wird jetzt wahrscheinlich was gebaut. Also ist es nur vorübergehend. Wir haben es jetzt schon abends 6:30 Uhr und wir waren heute schön auf dem Balliber See Paddleboard fahren, waren schnorcheln. Wir haben so ganz Kopfmasken, Schnorchelmasken. Da haben wir sogar riesengroße Fische gesehen und auch kleine Fische. Und jetzt deckt die Viola hier auch gerade fein den Tisch. Wir haben hier schon fleißig. Mario auch natürlich. Mario hat fein den Salat geschnippelt. Ich zeige euch den Salat. Genau, den Salat habe ich gemacht. Ja. Mario hat fein den Salat gemacht. Viola hat fein den Dip gemacht. Und hier fein Fleisch. Micha tut fein grillen. Ich habe ganz viel gemacht und zwar die Zucchini geschnitten und den Tisch gedeckt. Mit. Gedeckt. Du hast ganz viel gemacht? Ja, das war... Also jetzt extra bei dir betont, dass das war sarkastisch gemeint. Ich dachte, naja, meine Leute, die das Video gucken, die verstehen meinen Humor. Sonst würden sie mich nicht gucken. So, genau. Also wir werden jetzt schön Abendbrot essen und dann schön Lagerfeuer machen. Ihr wollt noch baden gehen? Wir wollen noch baden gehen? Ja, doch, oder? Wir gehen noch mal baden. Dann macht der Lagerfeuer, aber der lohnt sich das. Die Viola geht noch mal baden. Ja, vielleicht gehe ich noch mal mit baden. Ich habe Sonnenbrand gekriegt, auch im Gesicht. Nee, oh, was ist das denn hier? No. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Da ist doch... Was sind jetzt auf die Scambis hier? Hier, oh, wunderschön. Ich stehe gerade verschwimmen, oder? Wunderschön. Ja, also wir lassen es uns hier wieder richtig schön gut gehen. Und hier seht ihr die Boards. Da seht ihr die Boards. Genau, die Taucherbrillen habe ich jetzt schon weggeräumt. Und ja, wie gesagt, vielleicht gehen wir da doch noch mal baden und dann machen wir Lagerfeuer. Im Übrigen muss ich noch dazu sagen, wir waren ja letztes Jahr hier. Da waren wir hier bei der Strandbar, wo ein asiatisches
Restaurant nennt man das so, drin ist. Oder Imbiss, wie auch immer. Und letztes Jahr war das ja total lecker. Und dieses Jahr war das leider sehr enttäuschend. Ja, also es gab eine ganz völlig andere Karte. Ich habe euch da auch nicht mitgenommen, weil das zu fotografieren und zu filmen, das war ja, also wir waren selber so enttäuscht. Es war ein Riesenbatzen Reis, der eigentlich nach nichts geschmeckt hat. Ja, ne? Nicht mal die Pommes. Nicht mal die Pommes waren gewürzt. Ja, die Lucy hatte Pommes. Und die Ente? Naja, nur Paniermehl. Ein Hauch von Würze. Ja, und ja genau. Und die Ente knusprig war eigentlich nur Paniermehl, genau. Mojo, warte, ich nehme dich mal mit drauf. Ja, es war nur echt Paniermehl. Ich war ein bisschen doller enttäuscht. Ja. Ja, also das könnt ihr mir glauben. Ja, also es war wirklich nicht schön. Ja. Und die Pommes haben nach nichts geschmeckt. Genau, die Lucy war auch enttäuscht. Und es war ein Kleck Soße drauf, also auf den Teller. Soße? Das war, ne? Und das, also es war auch mehr Pudding. Ja, ja, und kein Rezept. Also echt, im Gegensatz zu letzten Jahr, wir haben uns ja alle so drauf gefreut, weil das letztes Jahr so unfassbar lecker war. Und jetzt war das dieses Jahr so eine Enttäuschung. Das ist sehr bedauerlich. Also da hoffe ich, dass sich da bei dem Restaurant noch was tut. Also hier brennt jetzt unser schönes Feuer und die Gruppe sitzt hier drüben, läuft. So ein schönes Feuerchen. Da hinten ist Musik, Party. Machst du jetzt hier, machst du Beweisfoto von mir, dass ich alleine am Feuer sitze? So, jetzt kommen die anderen auch hierher. Sitzen wir hier schön am Feuerchen. Und hier sind auch noch andere, da ist der Mond und da hinten ist Party. Kuckuck! Ich bin der Mario, der König aus Tastro. Möchtest du auch was sagen, Viola? Und ich bin die Königin aus Tastro. Und darauf trinken wir ein. Prost! Prost. Das Lagerfeuer wurde gesponsert. Sponsored by Mario. Von meinen Untertanen. Von deinen Untertanen. Die Untertanen haben das Holz gehackt. Und alle zusammen. Cordula grün. Mal dokumentieren, wie schön der Mario Tisch deckt. Guten Morgen. Ja, schönen guten lieben Morgen. Ich bin der König aus Tastrop. Ich habe angestellt, aber ich muss selber arbeiten. Es tut mir leid. Ja, irgendwas falsch gemacht. Du hast gemacht. Du hast da was hingelegt. Auf deinen Fuß. Da fallen mir schon die Eierbecher runter von meinen Eiern. Das ist ja nicht die Yellow auf die Ecke hier. So, also wir haben heute wieder blauen Himmel. Schön warm. Also, hier. Genießen heute schöne Wetter. Für alle Allergiker zur Freude, es schneit nicht, es sind Pollen. Mischa weiß, wie das Leiden ist, ne? Und bei mir hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Aber man sieht gar nicht, wie schlimm es wirklich ist. Ach doch, hier über dem Baum sieht man es. Ja, sieht aus wie Schnee. Krass. Das nennt man mal individuellen Sonnenschutz, ne? Jetzt sitze ich schön im Schatten. So wie die Männer, die haben sich die Schattenplätze genommen. Aber es ist gut, so funktioniert das. Weil es den Männern zusteht. Weil es den Männern zusteht, ja. Sagst du. Es ist jetzt schon 3:15. Wir sind nach dem Frühstück aufgebrochen zum Schiffshebewerk. Ich blende hier ein paar Bilder ein. Hier sind wir jetzt beim Schiffshebewerk vom Rodensee, Magdeburg-Rodensee. Das ist wie ein Fahrstuhl, der ist ganz alt. Und drüben ist dann hier hinten, seht ihr durch, noch eine Schleuse. Und da wird dann einfach mit per Schleuse, per Pumpen das Wasser reingepumpt. Aber hier wird richtig wie ein Fahrstuhl hochgehoben. 75 Jahre Schleuse hier. Schiffshebewerk, meine ich. Ja,
Das ist quasi der schöne Fahrstuhl und das geht dann hier übelst tief in die Tiefe, das sieht man jetzt nicht. Und dann fährt das quasi hoch, damit das dann da oben weiterfahren kann. Aber jetzt kommt leider gerade kein Schiff. Das sind hier die Wasserschleusen und so sieht das dann aus. Dann fährt das Schiffshebewerk hier runter. Sehr cool, wenn das dann mal an ist und man das sieht. Hab's schon oft gesehen. Genau. Das ist hier ganz in der Nähe, da kann man theoretisch sehen, wie die Schiffe wie in einem Fahrstuhl wieder hoch und runter gefahren werden. Haben wir natürlich leider nicht gesehen, war kein Schiff da, ne, Mario? Genau, war waren keine Schiffe da, tut mir leid. Ja. Es war nur ein Schlauchboot da, das habe ich dann auch eingesagt. So, ja, dann haben wir ein bisschen gechillt, sind baden gegangen, haben schön getaucht. Wir haben ja diese Ganztauchermasken, das geht richtig cool. Und jetzt haben wir Mittag gegessen und da es ja schon so spät ist, sind wir gleich übergegangen zum Kaffee und haben wieder unseren leckeren Mohn-Hefe-Kuchen gemacht. Also jetzt muss ich Kuchen anschneiden. Warte, hier, übernimm mal. Guckst du, was du filmst? Genau. Nicht, dass du daneben willst, warum liegen ja noch Löffel? Ja. Die liebe Diana schneidet jetzt den Kuchen an. Oh, sieht guck mal. Aus, siehst du, sieht sehr lecker aus. Da gibt es dann natürlich sehr große, kräftige Stücken für Könige. Für kräftige Könige, bitteschön. Schmecken das noch warm. Oh. Na, frisch aus dem Ofen. Oh, das ist schon mal so heiß ist noch. Das ist auch oh ja, das ist noch heiß. Sehr heiß? Ja. Verbrennst du jetzt den Mund? Wow. Das und? Ist wirklich heiß. Aber lecker, ne? Ja, lecker. Sehr schön. Schmecken lassen. Regenfront kommen. Die Sonne ist jetzt weg, die ist unter der Wolke. Und jetzt werden wir mit unseren Boards wieder hochgehen. Wir waren jetzt schön hier am Board fahren und sind vom Board reingesprungen und jetzt geht's wieder zu unserem Stellplatz hoch. Schön, gleich, ja. Ich mach jetzt nochmal schön, dann wollen das nicht schön. Stereo. Jetzt lassen wir den linken Fuß stehen, den mit dem rechten nach hinten. Ich wollte nur mit dem rechten nach hinten. Ja, doch, oder du hast ja genau andersrum gemacht, Viola. So. Lass den linken Was? Fuß stehen und geh mit dem rechten nach hinten. Ja. Und hat es genau umgedreht gemacht. Den wieder nach nicht hinten. Schlecht, ne? Also wir haben halt vorne mal am der Seeterrasse Essen geholt. Die Bodensuppe hat 4,50 gekostet. Ist sehr lecker. Und das ja, ist Erdbeerbowle. 3 Euro und die Soljanka. Wie viel hat die Soljanka gekostet? 65. Und die war lecker? Die war sehr lecker. Lecker. Also hausgemacht. Ist egal, schöne, leckere Soljanka. Schön, muss man sagen. Wir haben jetzt Pfingstsonntagabend. Sitzen jetzt hier gemütlich wieder in einer Runde. Haben jetzt die Markise reingemacht, weil es nämlich, ja, der König aus Staßfurt und die Königin aus Staßfurt, haben die Markise reingemacht, weil es nämlich nieselt. Sehr logisch. Nein, ich habe die Markise reingemacht, damit wir mehr Licht haben. Und damit sie morgen früh nicht so nass ist. Ja, die Lucy darf heute im Wohnmobil schlafen. Und soll ich mal reingehen und zeigen? Ich zeig mal. Da muss ich nur das Kind dann pixeln. Warte. Ich geh mal. Tada. Hallo. Hier liegt die Lucy, die braucht gar nicht ihre Leselampe. Da ist eine Leselampe da. Also, die Lucy liegt hier schön und hat hier ihr Bettchen im Wohnmobil. Da unten sind die Sitze. Hier wäre die Sitzgruppe. Wenn ich jetzt einmal hier bin, mache ich so eine Mini-Roomtour. Viola, darf ich eine Mini-Roomtour? Du willst nicht im Bild sein? Darf ich eine Mini-Roomtour machen? Hier haben wir die Küche. Jetzt ist es eh schon zu spät. Jetzt mache ich schon eine. Mario, wie heißt dein Wohnmobil genau? Bitte nochmal. Steht hier draußen dran. Aviano 870i. I-870. Alles klar. Aber ein Schlafzimmer geht's nicht.
Ich darf, Mario hat gesagt, ich darf. Hier haben wir Küche, schöne Schränke, Stauraum, auch überall da, schönes Dachfenster. Ja, das ist übrigens ein anderes, wie sie die letzten Male hatten. Wir haben immer getauscht. Hier seht ihr mich, Kühlschrank. Genau. Und das hat jetzt nämlich zum Unterschied, hier ist aber noch erstmal die Dusche. Hier ist dann das Bad. Hier ist das Bad. Und das ist das Schlafzimmer. Und beim alten war das Schlafzimmer, ging quasi bis hier vor das Bett. Hier. Und musstest du so reinkrabbeln und darunter war dann die Heckgarage. Und hier hat man jetzt aber, oh, ein Schiffchen, einen super Einstieg, dass man hier gut reinsteigen kann von beiden Seiten. Das ist jetzt bei dem anders als bei dem letzten. Und das hat Stützen, die sich automatisch in Waage ausrichten. Das ist auch natürlich eine geile Sache. Klimaanlage, ein wunderschönes großes Fenster. Können wir mal rauswinkeln. Oder auch nicht. Genau. Ja, und hier darf die Lucy heute mal nächtigen. Lucy, mein Schatz, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf dir auch schön, Leute. So, und wir machen es jetzt hier gemütlich. Wir haben jetzt soweit alles zusammengepackt. Alles ist wieder startklar. Jetzt holen wir gleich mit dem Mofa unsere Emma heraus und koppeln sie an. Und dann geht's nach Hause und wir müssen uns wieder verabschieden. Aber beim nächsten Mal. Wir sagen schon mal tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder im August. Genau. Im August. Bestimmt. Klappt so. Und dann sehen wir uns auch bald wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.